Willkommen bei Nerdnum spielt in WoW. Wir müssen uns gegen die Legion verbinden. Die nächste Quest hier machen, die schwebende Ruine. Wir wussten, dass die Legion ein schrecklicher Gegner sein würde. Na klar, dass wir nicht ankämpfen können. Ich weiß von einem Relikt, das uns retten könnte. Es ist auf Mag-Aree, meiner früheren Heimat. Wir müssen mit der Vindica von der Oberfläche von Argus abheben und die über uns schwebenden Ruinen erreichen. Vielleicht werden wir dort die dringendnötige Rettung finden. Ich habe lange über unsere Notlage nachgedacht. Jetzt an Taurus herauszufordern, wäre unser Ende. Doch es gibt eine Hoffnung. Ein Objekt, das uns helfen könnte. Wir nannten es die Krone des Triumvirats. Vor langer Zeit schuf ich mit meinen Brüdern ein Relikt, das uns allen Wohlstand bringen sollte. Ich trage noch immer ein Drittel davon stets bei mir. Das ist das Auge der Prophezeiung. Die restlichen Fragmente könnten noch auf Argus sein. Wir müssen nach Makari, wo ich mit meinen Brüdern einst regierte. Ja, dann reisen wir mal dahin. Das ist hier. So. Makari. Mehr ist davon nicht übrig. Unschön. Aber zu erwarten. Naja, sieht nie so schlimm aus wie das andere eben. Werdet ihr euch unserer Sache anschließen? Makari war einst das Kronjuwel der Eredar-Zivilisation. Ein Leuchtfeuer des Fortschritts, das das Böse im Universum direkt an unsere Schwelle geführt hat. Als ich diesen Ort zuletzt sah, hatte ich nur eines im Sinn. Flucht. Thalgard, mein engster Vertrauter, hatte mich verraten. Ich hatte ihn in meinen Plan eingeweiht und ihn gebeten, mit meiner Familie zu mir zu stoßen. Stattdessen ging er zu Kil'jaeden. Alles Weitere wisst ihr. Ja. Werdet ihr euch unserer Sache anschließen? Nicht alle, die... Kommt! Ich muss es mit eigenen Augen sehen. Ich leihe euch meine Stärke. Ja, dann lassen wir uns von ihm runterschicken. Das sieht gar nicht so schlimm aus wie das andere. Da ist ein Portal zu entdecken. Wir müssen uns gegen die Legion verbinden. Ah. Thalgard hat sich gegen uns gewandt. Nein. So darf es nicht enden. Führt die anderen fort von hier, Prophet. Wir werden euch etwas Zeit verschaffen. Atun! Nein! Ihr müsst das nicht tun! Bitte, beschützt meine Familie. Ah, das ist, das, was früher war. Kure! Steht uns bei! Ich werde euch quer durch den Kosmos jagen, Verräter! Und wenn es 1000 Jahre braucht! Wartet! Etwas regt sich. Geister von denen, die an jenem Tag starben. Ich höre noch immer das Kriegslied der Naru. Es gab eine, die uns den Weg offen hielt. Sie ist zurückgefallen.
Ich spüre immer noch ihre Gegenwart. Aber ihr Lied ist bitter, entstellt. Ah, da ist noch ein Naru. Lura. Werdet ihr euch unserer Sache anschließen? Nicht der Zerstörer wird euch finden. Werdet ihr euch unserer Sache anschließen? Zusammengestorbene Orkane von Gegnern ab, die uns brauchen, verwendet sie drei Worte, um zu aktivieren. Und Kasadum besorgt den Agonit-Schlüsselstein vom Echo von Kasadum. Wir haben so viele zurückgelassen. Sie müssen ihre letzten Momente immer und immer wieder durchleben. Vielleicht hat ihre Qual erst dann ein Ende, wenn wir beenden, was ich einst begonnen habe. Wir müssen diesen Geistern helfen, sodass sie endlich fliehen können. Oh! Das war ein bisschen knapp. Oh, klasse. Klasse. Wo kriege ich jetzt? Ja, hier kriege ich die anscheinend irgendwo. Muss da noch was essen? Das war schon etwas. Das ist das letzte Geschenk, das ihr ausschlagen werdet. Der Zerstörer wird euch. Was habe ich denn? Einen Pylonenkern habe ich. Ihr flieht in den Abgrund, Feigling! Noch einen Pylonenkern. Dann legen wir uns mal mit zwei an. Da kommt sogar nur einer. Das funktioniert dann auch ganz gut. Es gab aber keinen Pylonenkern. Da haben wir noch ein fanatisches Echo. Nehmen wir auch noch einen mit. Ich muss zuerst etwas anvisieren. Auch nur Spektralstaub. Ein Ton wieder. Es gibt kein Entkommen.
Da ist der nächste Klon, dann haben wir den auch. Okay, ich hab's überlebt, das ist das Wichtigste. Ist es so dunkel? Wieso kann ich mich nicht heilen? Weil mein Elementar noch irgendwas haut. Jetzt ist mein Elementar weg. Jetzt kann ich ausessen. Okay, ich war noch im Kampf, weil mein Elementar noch irgendwo da rum was gehauen hat. So, dann gehen wir mal wieder. Den beiden gehen wir mal aus dem Weg. Wenn das mal so einfach gehen würde. Dann bauen wir hier den Pylon wieder auf. Haben wir nur noch den einen. Dafür haben wir aber aktuell keinen. Ah, ich sehe nicht. Und dass ich gefiert werde, ist natürlich nochmal doofer. Okay. Jetzt müssen wir gucken, wo der. Wo ist der Kloß? So, Asta wieder heilen. Okay. Okay.
ist der Große. Komm ich dazwischen durch? Oh, jetzt haut den jemand anders. Ich bin nicht der Letzte. Die Erida werden sich wieder erheben. Und tot. Guck ich mal. Ob ich da irgendwie. Ja, das ist der. Cursor Doom, der erste seiner Art. Den muss ich hauen. Komme ich hier hoch? Ja. Selbst mit der Waffe der Vindica. Oha. Das war aber jetzt schon irgendwie so ein bisschen knapp. Dann essen wir mal was. Und dann gucken wir mal, dass wir hier vielleicht unsichtbar wieder durchkommen. Das soll ich aber jetzt geschafft haben. Auch wenn mir jetzt noch ein paar Leute nachlaufen, was aber nicht tun. Doch, der eine wahrscheinlich. Ja, noch einer. So. Nicht alle, die umher wandern, haben ab. Dies ist der entscheidende Moment. Wenn wir die Verteidigung der Arena aktivieren, ist der Sieg unser.
In der Nische unter uns finden die zerspendeten Reste der Algorithmus. Wenn der Schlüsselstein ersetzt ist, wird sie wieder voll Einsatzfähigkeit. Dann werden alle Pylonen, die ihr aktiviert habt, alle zurückschlagen, wenn die noch immer meine Leute jagen. Diese Schlacht wird endlich vorbei sein. Repariert die Algorithmus unterhalb des Triplertons. Wenn ihr unserer Sache anschließt. So, wie komme ich da hin? Da ist ein Eingang. Sieht zumindest so aus, als gäbe es hier einen Eingang. Ja. Das war auch wieder knapp. Also die Waffe von der Indica ist doch ab und zu mal die letzte Rettung. So, hier geht's rein. Nicht so schwer. Mein Volk wird nie wissen, Jawohl. Wie sehr ich um sie getrauert habe. Ja, bestens. Wie bitter ich es bereue. Als Argus in der Ferne immer kleiner wurde, habe ich die Naru angefleht, umzukehren. Muss näher rangehen. Wir müssen uns gegen die Legion verbünden. Wir müssen weitermachen. Ich spüre, dass Makare noch lange nicht fertig mit uns ist. Wir sollten diese relative Sicherheit nutzen, solange wir noch können. Ich werde ein Signal absetzen, damit die Windika unseren Standort anpeilen kann. Nora wird uns die Mittel schicken, die wir für die Windika benötigen, wenn es eine Lage erfordert. Nicht alle, die umherwandern. Es ist Zeit, unseren eigenen Weg zu finden. Okay. Das Signal ist unterwegs. Seid vorsichtig, Prophet. Okay, nächste Basis gemacht. Arkenon Poros, Prophet. Die Armee des Lichts steht an eurer Seite. Eure Hilfe ist mehr als willkommen, Pharea. Wir müssen uns gegen die Legion verbünden. So, jetzt können wir uns auf die Suche nach der Krone des Trimbirds machen. Wir beginnen mit Archimondes Fragment, dem Siegel des Erwachens. Im Osten und Norden finden wir alles, was von der einst größten Magierschule von Argus übrig geblieben ist. Dort hat Archimond selbst seine Meisterschaft des Arkanen erlangt. Ich wüsste keinen anderen Ort, wo er seine Schätze verstecken sollte. Wir sollten sicher bewacht sein. Wir werden uns von Flayers Truppen helfen lassen, um eine Spur folgen. Wir sind auf der Suche nach dem Siegel des Erwachens. Archimond hat es vielleicht im Konservatorium zurückgelassen. Ich verstehe. Dafür habe ich genau die richtige, Ymera. Sofort, Hauptmann. Inara, haltet diese Geister unter Kontrolle. Alle anderen sichern das Gebiet. Okay. Und jetzt soll ich dahin? Boah, das ist aber schon ein weiter Weg. Das machen wir dann das nächste Mal.